Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, ich nehme mal die Axt. Guck mal kurz auf die Uhr. Ja, können noch versuchen, heute noch nach Bel-Air zurückzukommen. Und wuff. Ab damit. Komm hier. Ich tu dir auch nichts. Sowas müsste eigentlich immer ein Insta-Kill sein, aber komischerweise überleben die erst manchmal. Ein Moment. Auch wenn das die betäubt, irgendwie gefällt mir der Köder besser, weil damit kann ich, wenn da so eine Gruppe ist, die von mir weglocken. Das bringt mir wesentlich mehr in der einen oder anderen Situation. Da, dann kann ich hier wenigstens einzeln ausschalten. Ja, ich habe ihn das volle Kann in die Fresse gejätet und er lebt halt noch. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Genauso wenig, dass ich da nicht reinkomme. Er ist halt mit einem Magnetschloss verriegelt. Habe ich es jetzt geöffnet? Ja, das war's. Ich habe einfach nur das falsche Ding kaputt geschlagen. So, dann muss ich hier doch auch nur das richtige Teil finden. Das muss doch irgendwo an dem Haus dran sein. Da, da ist der Verteilerkasten. Das war mein Problem. Aktualisierte Sicherheitsfahrten. Halten Sie sich fern vom Beiser und vom Pool. Unterstützen Sie die Mitarbeiter des Militärs, wenn sie explizit darum gebeten werden. Ansonsten stehen Sie ihnen nicht im Weg herum. Seien Sie freundlich und höflich zu den vielen neuen Gästen, die ins Hotel kommen. Das sind völlig verängstigte Menschen. Folgen Sie im Umgang mit ihnen Ihrer Intuition. Die meisten wünschen sich nur ein wenig tröstliche Gesellschaft. Die infizierten AK, die Untoten, gelten hingegen nicht als Gäste. Fahren Sie ihn also nach Belieben mit ihnen. Nur über meine kalte Leiche lasse ich es zu, dass diese Freaks in diesem Hotel unbehelligt ihr Unwesen treiben. Aber verlassen Sie sich nicht. Hilfskräfte sind bei uns nicht versichert. Ja, das mussten Sie, glaube ich, am eigenen Leib erfahren. Nee, in Safe komme ich trotzdem nicht. Da ist die Hotel Security. Ja, komm doch her. Da ist irgendwie so ein Bodybuilder-Zombie. Oh, und der interessiert sich nicht im geringsten für das Zeug da unten. Hau ab. So, ich sprint mal wieder nach unten. Gib euch einen Dropkick. Genau, konzentriere dich mal auf das da hinten. Mit dem Bodybuilder will ich mich eigentlich nicht so wirklich anlegen.
Kann ich sie hier dranlocken? Kommt mal her. Ba, 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 da, da, da. Ich hab den fast down. Ach, geht doch. Okay. Der größte ist down. Dem Rest komme ich klar. Warum sind da auch so viele, die so schwer zu töten sind? Alter, ich habe die schon so oft ins Gesicht gehackt. Allein davon hättest du umkippen müssen. Was ist, wenn ich so einen brennenden abschmeiße mit dem Zeug? Okay, das funktioniert super gegen die. Einfach abstechen. Alter, ich hab's geschafft, diese Armee zu erschlagen. Da war aber auch endlich der Sicherheitstyp dann auch drunter. Ich glaube, ich habe den Schlüssel schon eingesammelt, aber für die XP, ne? Ich habe kein einziges Medikit mehr. Weg damit. Machete der Gewalt. Das klingt lustig. Vor allem. Die hat die Seltenheit höher als die anderen Waffen. Da muss ich Elektrizität draufpacken. Elektrizität ist meiner Meinung nach eines der besten Sachen. Und ab der Kopf, ja. Die Matschbirne ist nun kopflos. Okay, ich bleib vorerst mit dem bei den Klauen, bis da was drauf ist. Nein. Heute kein Autogramm. Ich will es noch Zeug schaffen. Tschüss. Es ist nie verkehrt, auf die einzutreten. Ich habe einen Teil vom Gesicht abgeschlagen. Ich bin stolz auf mich. Gegen Einzelne ist dieses Stechen richtig OP. So, warum sollte ich zu euch gehen? Außer wenn ich XP will. Ach, weil ihr mich sowieso bemerkt. Oh. Danke. Oh, Scheiße. Dressagend. Ich nutze die Elektrizität hier voll aus. Nope.
bin doch nicht so dumm und gehe in den Nahkampf mit dir. Genau deswegen. Ich wollte fragen, ob ich deine Angriffe überhaupt blocken kann. Weil du ja so ein Muskelpaket bist. Komm, latsch da durch. Ist immer schön. Vor allem, weil du deine Kollegen auch mit verprügelt. Komm, latsch da rein. Ach, das ist so ein schöner Anblick. Au! Dieser Drillsharschen, das ist echt nicht zu unterschätzen. Wo ist der hin? Ach, da. Geh doch mal kaputt! Nope. Nope, 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 nope. Alter, wie oft war der jetzt schon da drin? Alter, geh doch mal kaputt. Für dich brauche ich ja 20 Granaten, bis du mal umfällst. Danke. Schlüssel zu Militärvorräten. Jetzt kann ich an die Militärvorräte endlich ran. Ich glaube, in den Containern da rechts war auch Militärvorräte. Nee, aber hier waren zwei Drähte, die ich liegen gelassen habe. Nein. Alter, freue ich mich, wenn ich Molotow-Cocktails habe. Diese Muskelzombies, die kriegen die nur noch ab. Wie viel der einfach ausgehalten hat. Und dann hat er auch noch eine Armee um sich herum. Nein. Erstmal Zeug reparieren. Den Schrott verscherbeln. Oh, und da Elektrizität draufpacken. Und dann packe ich da noch Power drauf. Was den Schaden angeht, ist das Ding auf jeden Fall am höchsten. So, und jetzt hat die Machete ja auch ordentlich Bums. Das macht ganz schön Bums. Damit bums ich euch jetzt weg. Ich guck mal, eventuell in der Zompedia. Muss doch auch dieser Muskelprotz drunter sein. Ja, hier der Malmer. Malmer halten ja aufgeblasenes Aussehen durch Autophage, verstärkte Muskelfasern. Ja, das habe ich schon gemerkt, aber ich muss noch 8 weitere Malmer vernichten. Erst dann sehe ich es. Emma Jaunt about this doctor. Once she's on board, the others will be too. Nothing to it. Habe ich mir jetzt überhaupt die Militärvorräte gegönnt? Ich glaube nicht. Ach, mache ich für irgendwann anders, wenn ich da nochmal dran vorbeilaufe.
das ist mein Schatten. Kurz Karte gucken. Habe ich irgendeine Begründung, warum ich durch das Haus gehen sollte? Das ist die Begründung, okay. Was ja gerade eben auch noch mal so richtig grausig war, ne? Ich glaube, da oben werden wir gerettet werden. Irgendwer lebt da noch. Tschüss. Ich komme sofort. Was hat viele Freunde hier? Oh, hi. Immer diese unnützen Influencer. Ich muss die eine Person da retten. Wie komme ich denn am besten an den ran? Stand das doch hier oben drauf, oder? Komme ich zu dir hoch? Ach, du stehst ganz oben auf dem Dach drauf. Dann weiß ich, wie ich unten zu dir hinkomme. Ja, um das Problem kümmern wir uns gleich. Hallo. Hey Superfan, it's about time. Was starting to think all my followers were bots. So, where's our ride out? Private jet, chopper, jetpack? What? Who even are you? Doy, I'm Amanda Styles, LA's top trending girl in the juicy flesh. Juckt mich nicht. You're filming, huh? Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers to save our butts from LA. Yeah, it's not the worst idea. Oh, es gibt schlechtere Ideen. Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit. Idea. We collaborate. Suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shot. Du hast einen Schaden. Moaners is what I do. All right, I'm game. Then let's fucking go. Blast some tunes and knock any loser that shows up off the motherfucking roof. Let them bodies hit the floor. And no swearing in the first minute. I'm already on two strikes. Die Frau hat genauso eine Schraubelocke wie mein Charakter. Das nehme ich. Also wie machen wir das jetzt? Soll ich die einfach...
Okay, soll ich die jetzt einfach hierher locken? Oder kommen die von allein? Ich lock die einfach mal. Hey, hier! Ihr zwei da! Kommt mal mit! Ja, Feini, kommt her! Ich will euch was Schönes zeigen. Da ist eine Frau, die will extra ein Foto von euch machen. Ist das jetzt doch falsch? Warte mal. Quest, Clickbait. Ach, irgendwo muss ich Musik aufdrehen. Falsches Objekt. Oh, wait. Maybe I was subscribed to her. Und noch mal einer. Ich muss die herunterkicken. Leichter gesagt als getan. Nochmal ein paar. Aua. Ich fang Feuer. So, dahin mit euch. Nochmal einen runtergesegelt. An 6. Ja, ich verstehe dich. Okay. Ich soll einfach Gliedmaßen abpacken. Okay, ich ziele auf die Beine. Drei Körperteile müssen noch. Du hast Probleme, Mädel. Ich soll sie einfach nur flambieren. Da muss ich ja nicht mal nachhelfen. Noch einer flambiert, wieder einer flambiert.
Ja, mach ich sofort. Hatte gerade nur andere Probleme. Natürlich war da einer von denen. Ich habe den nicht gesehen, dass da einer von den Fettis ist. Mann! Ich glaube, die beste Methode ist, den einfach ins Feuer zu locken. Ja, komm, latsch da rein. Wenn du hilfst. Ja, Feuer macht den gut Schaden. Sonst noch irgendwer? Ist hier noch irgendwer? Ach, da ist noch einer. Jetzt muss ich auch noch schockieren. Oder war das der letzte? Was ist dann? Genau, Leute, haut auf den Abo und den Like-Button. Vergesst das nicht. Jetzt bin ich lieber irgendwo hin, wo es sicher ist. Can I call you Bestie? I don't want to alarm you, but that was awesome! Du hast Probleme. That was a rush. You gonna spread the word so we can get the fuck out of here? That's still plan A, but no reason I can't raise my name value too. Not that either's happening without a stable internet connection. I know somewhere you can hang in the meantime. Emma John's place. It's not far. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. We can roam this city, creating beautiful content together, collecting Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. Sure, you can film me some more, but you're dead if you hang around here any longer. Huh, okay. I do need to edit this. If we only get one video, it has to... But don't go streaming any gold behind my back. Oh, eine neue überlebende Karte. Der Aufruf startet eine Urschalltherapie, den Schlachthof führt deine Gesundheit auf und entfernt schädliche Statuseffekte von dir und Teammitgliedern. Oh, das ist natürlich auch gut. Aber ich hätte gerne erst einen weiteren Platz dafür. Okay. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen abseits hin. Und ich würde sagen... Oh. Das war nicht mein Plan. Ich dachte, da wäre noch ein Glas. Naja, ich spawn ja eh hier oben. Also nicht weiter schlimm. Nö, an der Ecke, da müsste noch Glas sein. So, ich will mich einfach nur hinstellen, wo die nicht von hinten kommen können. Ja, Leute. Ich würde sagen, für heute war es das. Von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!